Hallo oh, meine lieben Freunde, was geht? Ich hasse es, dass mein Mikrofon sich ständig wieder ausschaltet. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht warum. Er macht es, es macht es einfach. Immer wenn ich eine Aufnahme irgendwie... Ach Mann. Immer wenn ich irgendwie mal... Mary Jane, okay, das ist nett. Und wir haben ganz gute Sachen eigentlich. Immer zwischendurch, wenn ich mein Programm neu starte oder halt öffne, ist automatisch mein Mikrofon stumm geschalten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es geht aber übel auf den Sack. Und ich muss mich mal ein wenig lauter stellen, glaube ich. So? Ich glaube schon. Ich hoffe nur, dass ich nicht übersteuere. Ich glaube, im letzten Part habe ich nochmal übersteuert, ne? Was? Im letzten Part? Ich glaube schon. Timmy oder Dolores könnten reinkommen. Irgendwer von beiden. Doch nicht. Okay, gar nichts. Aber wir haben Essen bekommen. Okay, das ist super. Super. Das ist sehr, sehr schön. Ein einzelner Ziegel. Ja, da gehen wir ran. Das machen wir. Das machen wir. Wir haben kaputtes Radio bekommen. Cool. Aber zum No Stone Unturned Achievement ist das schon mal ein Schritt, der getan werden musste. Wir starten eine Expedition. Wir schicken Mary Jane raus. Wir müssen nicht einfach. Okay. So. Alle kriegen Trinken. Mary Jane geht raus mit der Axt. Ich glaube, die Axt ist eine gute Wahl. Damit sie sich ein bisschen verteidigen kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Tag 7. Ted hat Hunger, okay. Kriegst du halt Essen. Ah, kann nichts machen. Ted wird krank. Glaube ich. Nein, doch nicht. Okay, schön. Aber war das ein Event, das Mary Jane mutieren lässt? Ah, man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mann. Tag 9. Mary Jane muss mutieren, dann ist alles super. Nein, dann nutzen wir nichts gegen, denn die Waffe würde kaputt gehen und Pancake würde verschreckt werden. Und wir haben ganz gut was an Sachen wiederbekommen. Mary Jane hat aber keine Axt mitgebracht. Schade. Sie hat Hunger. Okay, und sie wird geheilt. Und wir schicken jetzt erstmal niemanden raus, würde ich sagen. Wir warten jetzt auf ein paar Events, dass irgendwie Mary Jane mutiert oder so. Das wäre super. Mary Jane hat immer noch Hunger, okay, nein. So. Okay. Mann. Ach ja, herrlich. Tag 12. Mary Jane hat immer noch Hunger. An dass unser Radio kaputt ist, ist halt echt... Ma. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen doof. Hunger, Hunger. Ja gut. Kriegt ihr beide Essen. Wehe. Okay. Alles gut mit Mary Jane, das ist schön. Das ist sehr schön. Können noch einen Tag warten. Ja, wir machen die Tür auf. Wir wollen nicht, dass die beiden verrückt werden. Das wäre nicht so gut. Aber Ted wird krank. Natürlich wird er krank. Dann schicken wir ihn gleich raus. Alle kriegen Trinken. Starten eine Expedition. Gegner wir im Stinkzimmer. Wir haben ihn wiedererkannt. Er ist ein alter Landstreicher namens Jim. Okay. Ob ihr Steine kaufen wollt? Klar wollen wir Steine kaufen. Klar. Dim, 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 dim. Ja. Okay. Ist wirklich ein guter Stein, ja. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir, der Stein ist bestimmt. Wow. Unglaublich. Ich hoffe, ich habe da gerade nicht übersteuert. Tut mir leid. Ich will extra momentan so, ich weiß nicht, so ein bisschen ruhiger reden in meinen Let's Plays.
Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. So, schön ruhig. Angenehm zu reden. Ja, da gehen wir hin. Ich weiß nicht. Deswegen habe ich meinen Sound halt auch ein bisschen höher gestellt. Wow. Nein, wir gucken nicht in den Koffer. Und ja. Ja. Ich hoffe halt, wie gesagt, nur, dass ich nicht übersteuere zwischendurch mal. Das wäre nämlich nicht so schön. Nicht unbedingt. Nee. Tag 21. Jane hat keinen Ärger, okay. Nein, kein Koffer öffnen. Kommt Ted mal bitte wieder. Okay. Wenn Ted nicht wiederkommt, steht der Ende. Also von daher ist alles okay. Solange es weitergeht, wissen wir, dass Ted noch lebt. Ha! Echt jetzt? So viel zu dem Thema. Ted ist gestorben. Geil. Geil. Einfach geil. Herrlich. Oh, das wird schon was Schweres, Leute. Das wird eine Geburt. Dieses Achievement zu bekommen. Denn Überleben auf Zabomba ist echt scheiße, wie ihr merkt. Echt scheiße. Wir brauchen halt ein Radio. Hundertprozentig. Und Mary Jane wäre halt geil. Ja, wir haben kein Radio. Aber eine Gasmaske, okay, das ist auch nett. Das ist sehr nett. Und 3 Flaschen Wasser, 2 Dosen Essen. Ist auch in Ordnung, würde ich sagen. Das könnte ein Run werden, der funktioniert. Sag ich jetzt mal. Oh. Kakerlaken kommen. Mary Jane könnte mutieren. Gleich. Okay, wir warten noch ein paar Tage. Nein. Wir haben wenig Wasser, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Komm, Mary Jane, mutier einfach, bitte. Bitte. Nein. Können wir leider nichts machen. Wenn sie jetzt schon verrückt werden, Alter, dann flippe ich aus. Okay, keiner ist verrückt. Nur Mary Jane ist ein bisschen erschöpft. Okay. Ja, sie kriegen Trinken und wir schicken Ted mal raus. Mary Jane können wir eh nicht rausschicken. Nein, wir essen nicht die Pilze. Das wäre bad. Das wäre sehr bad. Okay, alle geht es gut. Allen geht es gut, nicht alle geht es gut. Erstmal anders hinsetzen, ey. Ach Mensch. Okay, Mary Jane hat Hunger. Nein, wir machen nichts gegen die Kakerlaken. Und? Ah. Schade. Komm, Ted sollte ein Radio mitbringen. Das wäre richtig geil. Und ein Medikit vielleicht. Das wäre auch nett. Das wäre auch nett. Einen Tag können wir noch warten. Ich habe das Gefühl, ich puste zu sehr ins Mikrofon. Das könnte sein. Wäre doof. Okay, sie braucht Trinken. Ja, Trinken kriegt sie. Ja, wir machen nichts gegen die Kakerlaken. Irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie kriege ich das mit meinem Mikrofon nicht unbedingt hin. Das alles richtig einzustellen und richtig zu positionieren, etc. Nein. Nein. Einfach nein. Okay, Ted hat einen Boy Scout mitgebracht. Schöne Sachen, Alter, schöne Sachen. Ted hat Hunger, okay. Das Telefon klingelt, Mary Jane geht hin. Und es waren die Zwillinge, okay, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ted's Magen knurrt immer noch, okay. Wir machen immer noch nichts gegen die Kakerlaken. Ich will, dass Mary Jane mutiert, Alter.
Ich will, dass sie verdammt nochmal mutiert. Bitte. Bitte. Er hat immer noch Hunger. Alter. Okay, ich schicke aber auch Mary Jane nicht raus. Sonst kommt vielleicht zwischendurch das Event, dass sie mutieren könnte und dann ist sie nicht da, also kann sie nicht mutieren und das wäre bad. Das wäre ziemlich bad. Naja. Immer noch Hunger, okay. Ach komm, gib mir ein Kakerlaken-Event. Oder ein grüne Pfütze. Oder ein Spinne im Essen-Event. Der hat sich ausgeruht, das ist sehr geil. Okay, das könnte es sein. Das könnte es sein. Und? Na! Ah! Manu. Bald was trinken, ja, bald. Kommt, Ted, bring ein Radio mit. Und ein bisschen Essen und Trinken wäre geil. Ja, ja, das wäre schon schön. Das wäre schon schön. Nein! Mutiere! Ist krank. Das ist jetzt natürlich unlucky. Ja, es ist sehr unlucky. Ach komm. Mutier. Mutier. Was, wie viel Trinken haben wir? Ja, komm. Die helfen uns, uns zu schützen, wenn Plünderer auftauchen sollten. Also von daher ist das gar nicht mal so bad. Wir können kein Radio hören, weil wir noch keins haben. Oh Mann. Ted ist wieder da mit einer Taschenlampe, einer Axt. Nichts zu essen, nichts zu trinken, wie es aussieht. Doch eine so. Okay, einmal essen. Ted hat Hunger. Ja, wir schicken Mary Jane hin zum Kennenlernen, aber ich glaube, ich schicke Mary Jane auch gleich raus auf eine Expedition. Sie ist eh krank. Deswegen müssen wir es einfach machen. Wir müssen es einfach machen. Nein. Ja! Nice. Okay, ich könnte gerade vielleicht übersteuert haben. Okay, das ist sehr geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist geil. Oh ja. Okay. Jetzt haben wir eine Chance, Leute. Jetzt haben wir eine Chance. Jetzt könnte das was werden. Eine Ratte. Wir nutzen die Axt. Gegen die Ratte. Gegen die Ratte. Ja. Pancake will ich natürlich auch gern haben. Aber dann bräuchten wir noch ein Medikit und eine Karte. Obwohl, wir haben die Axt. Ich glaube, mit der Axt geht das auch. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, wir gucken ins Seniorenheim. Vielleicht haben die ein Medikit oder so für uns. Nein, aber Unmengen an Essen. Heilige. Okay. Akzeptiere ich. Nehme ich gerne entgegen. Dünn, dünn. Jetzt Magen knurrt und er hat Durst. Okay. Das Gute ist halt, Mary Jane wird nicht krank. Mary Jane braucht kein Trinken. Sie braucht nur Essen. Das ist halt super. Das ist richtig, richtig geil. Ach Mann, ey. Mary Jane, wenn Mary Jane mutiert, das ist das Beste. Das Beste, was dir passieren kann. Vor allem auf Zabomba. Da ist es einfach unglaublich gut. Unglaublich vom Vorteil. So. Ted hat Durst, okay. Ja, komm, wir geben Pancake einmal Essen. Wir dürfen jetzt halt nur die Axt gleich nicht verlieren. Das heißt, ich darf die Axt nirgends einsetzen. Ja, wir helfen ihr. Sie revanchiert sich bei uns. Irgendwie. Ich weiß nur nicht genau wie.
Die kommt bestimmt nochmal vorbei. Irgendwann. Plünderer vor der Tür, nein. Okay. Zur Not müssen wir die Axt halt leider verwenden. Mary Jane ist da, nice. Sie hat ein Schloss mitgebracht, das ist sehr gut. Nice. Eine neue Gasmaske, das ist auch super. Beide haben Hunger. Ja komm, warum nicht? Nö, machen wir nichts gegen. Mary Jane kann eh nicht krank werden. Oder verletzt sein. Mary Jane ist hungrig. Mary Jane geht raus. Ich hätte das Schloss nehmen können, ne? Shit. Ich hätte ihr das Schloss geben können. Ich glaube, dann können keine Einbrecher oder so kommen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, Räuber. Ach, Mann. Ja, zur Not müssen wir gleich leider die Axt verwenden. Ach Mensch, Pancake, komm. Wir folgen Pancake mit der Axt. Mit der Axt. Wir haben die Axt noch. Was steht da? Axting, die aus dem Weg gehen. Genau, wir wollen Pancake folgen. Mussten wir auf der harten Tour lernen. Pancake war auch ein echter Held. Er jagte ihn hinterher und einer hätte dabei fast seine Hose verloren. Nicht, dass die irgendwie haben wollte. Igitt. Okay. Puh. Schön viel Wasser bekommen, das ist sehr geil. Sind wir reich oder sind wir arm? Ich mach mal nichts. Ich glaube, wir sind reich. Dadurch, dass wir echt viele Vorräte haben. Viele, viele Vorräte. Jetzt geht es gut. Das ist schön. Räuber vor der Tür. Wir nutzen die Axt. Und Mary Jane ist wieder da. Hat ein Medikit mitgebracht. Oh, geil. Och, das ist schön. Und wir haben jetzt erstmal genug Vorräte. Das heißt, wir machen jetzt erstmal nichts. Oh, okay. Mary Jane hat eine neue Axt mitgebracht, weil wir gerade... Und wir haben gerade eine verloren. Das ist sehr gut. Gerade eine verloren und gleich hat sie eine neue mitgebracht. Das ist schön. Wir bräuchten halt immer noch ein Radio oder so. Oh Mann. Aber wir haben ein Medikit für Pancake. Das ist natürlich auch sehr geil. Das ist natürlich auch sehr geil. Nice. Ha, schön. Schön. Hallo Pancake! Oh, wie süß er ist. Mary Jane hat immer noch Hunger und Ted braucht trinken. Nö. Wir haben ja Pancake, der uns jetzt einmal schützt. Und danach haben wir... Wie? Hä? Die hatten Freunde aus ihrem Verstecken sprang. Ah! Okay. Okay, das ist auch cool. Ach, ich dachte, die retten nur irgendwen, wenn er auf einer Expedition ist oder so. Aber okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Unsere mutierten Freunde. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir müssen langsam mal gerettet werden. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, sind die Zwillinge, ne? Ich glaube schon. Bin der Meinung, ja... Nein. Wir haben Pancake. Ja, genau. Pancake hat uns jetzt beschützt. Okay, Chad hat Hunger. Und ich bin der Meinung, Mary Jane schützt uns auch. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie dann... Ah. Also wenn sie mutiert ist halt. Ich weiß nicht, ob sie dann noch da ist oder nicht. Das ist das Ding. Das will ich gleich unbedingt mal austesten. Wenn nochmal irgendwie ein Angriff kommt. Das wäre echt interessant. Mal zu erfahren. Wir machen mal nichts. Nehmen sie jetzt Mary Jane mit oder saved Mary Jane uns? Mary Jane saved uns! Ah!
Okay, das ist ziemlich cool. Das ist sehr cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nice, okay. Hatten wir nicht was mit den... Hatten wir nicht mit den Zwillingen Kontakt? Ich glaube schon, oder? Warum kommen die nicht? Nö. Mary Jane rettet uns. Das ist so gut. Das ist so verdammt OP. Ohne Witz. Ach, wie geil ist das. Ach, wie geil. Oh Mann. Oh Mann. Geil. Alter, ich... Wow. Würde ich nicht gleich übersteuern, dann würde ich jetzt rumschreien, ey. Oh, es ist so schön. Wir müssen nichts mehr dafür verschwenden. Nice. Oh, cool. Cool. Ich hab nur Angst, Ted irgendwie auf eine Expedition zu schicken oder so. Weil er halt immer noch von Räubern abgefangen werden kann. Und dann ist das Game vorbei. Und das wäre nicht gut. Ha. Und die Zwillinge, Alter. Was ist denn mit den Zwillingen? Irgendwie fehlen die mir. Ted braucht trinken bald und Mary Jane braucht essen. Aber wie es aussieht, kommen auch keine Einbrecher mehr. Also Räuber. Ha. Ted hat Durst. Jetzt kommen wieder Plünderer. Aber Mary Jane saved uns. Ha, das ist so cool. Es ist so cool. Oh Mann, wie geil es ist. Ah. Okay, wir gucken hin. Radio? Bitte, bitte, bitte. Kein Radio. Aber nochmal essen und trinken. Okay, wir sind so safe, Alter. Wir sind so safe, was Essen und Trinken angeht. Wir brauchen halt nur noch ein Radio, um gesaved zu werden. Aber es kann halt niemand auf eine Expedition schicken, das ist das Problem. Es könnte sein, dass Ted einfach gefangen genommen wird während der Expedition. Und wenn ich Mary Jane rausschicke, könnte es sein, dass sie nicht mehr rechtzeitig zurück ist. Und dadurch wir... Ja, verkacken. Da wir nichts haben, was uns saved, außer die Axt. Wenn das Gewehr gleich noch repariert wird, irgendwie, dann können wir uns das noch mal überlegen. Aber ansonsten nein. Ansonsten können wir niemanden rausschicken. Wir brauchen die Axt und wir brauchen das Gewehr. Dann können wir ihn rausschicken. Dann können wir uns zweimal verteidigen. Das ist sehr gut. Gut. Essen und trinken. Ach komm, bitte. Lass mich das Gewehr reparieren. Oder irgendwie ein Handel oder so muss stattfinden. Das wäre auch ganz geil. Das wäre auch ganz geil. Wir sind einfach unsterblich. Unsterblich mit Mary Jane. Ach, wie cool ist das, Alter. Wie cool ist das einfach. Ich bin begeistert. Ohne Witz. Einfach begeistert. Die Ted hat großen Durst. In 2 Tagen kriegst du trinken. Würde ich sagen. Dim, dim, dim. Ist Ted noch nicht verrückt geworden? Das wundert mich so ein bisschen. Das ist ein bisschen sehr verwundernd. Okay. So, Ted kriegt trinken. Ja, wir gucken hin. Nein. Okay, aber es war schon mal was fürs No Stone Unturned Achievement. Bräuchten jetzt irgendwie ein Medikit. Shit. Shit. Ist gerade ein bisschen unlucky. Nein.
Nein. Ich war gerade am Überlegen. Okay, an Tag 72 kam sie. Jetzt gucke ich mal, wann sie das nächste Mal kommen. Wie viele Tage wir Zeit haben zwischen den Angriffen, sag ich mal. Ted hat Hunger, ja, dann kriegt Ted was zu essen. Komm, wir haben so viel trinken, wir geben einmal eine Flasche Wasser ab. In der Hoffnung, dass irgendwie... Haben wir was bekommen oder so? Nee, ne? Nee. Toll. Trinken. Okay. 72, 73, 74, warte mal, 72 kam sie. 73 und 74 hatten wir Zeit. 75 kommen sie. Wir riskieren es einfach mal. Wir riskieren es. Wir haben einmal die Axt, um uns zu verteidigen. Wir riskieren es, Mary Jane rauszuschicken. Ja. Dann können wir uns einmal mit der Axt verteidigen. Und... Jetzt dürften sie wieder kommen, ne? Shit. Kommen sie jetzt wieder? Jetzt sollten... Nein, okay, sie sind noch nicht hier. Ja, okay, schön. Oh, ich hoffe, das war's wert, Alter. Einen Tag können wir noch warten. Nein. Wir öffnen die Tür nicht. Das könnte die Regierung gewesen sein. Oh Mann. Mache ich aber nur, wenn Mary Jane da ist. Mary Jane hat nichts mitgebracht, oder wie? Na gut, zwei Flaschen Wasser, okay. Das und das. Das machen wir gleich nochmal. Wir machen gleich nochmal das Gleiche. Wir hatten zwar gerade vielleicht etwas sehr viel Glück. Aber, Mann. Wir müssen halt irgendwie an irgendwas kommen. An Medikit oder so. Oder an Radio. Damit wir gesaved werden können. Ach, Gottchen. Was steht da? Muss ich den Namen behalten, falls sie so unten jemals verheilen. Ja, okay. Ja, ist halt so. Anderen Tür. Oh! Hä? Gehört das da auch zu? Ich glaube nicht. Okay, wir können Mary Jane rausschicken. Wir können Mary Jane rausschicken. Machen wir es? Ja, klar. Na, brauchen wir nicht. Ja, doch. Nein, wir brauchen kein Fleisch. Wir brauchen kein Fleisch. Wir brauchen kein Essen mehr. Wir haben genug Essen und Trinken. Scheiße. Ted ist krank. Das ist nicht gut. Ich habe eine Nachricht. Okay. Ted braucht Trinken. Ja, wir starten eine Expedition. Mary Jane hat uns gesaved. Genau. Ted kriegt was zu trinken. Mary Jane geht raus. Wir haben die Waffe und wir haben die Axt, um uns zu verteidigen. Es dürfte gut gehen. Und hoffentlich bringt Mary Jane ein Medikit mit. Das ist gerade das, was wir am dringendsten brauchen. Ein Medikit. Das wäre halt... Oh Mann, ey. Okay, wir nutzen die Waffe. Die Waffe. Oh Mann, Tag 88, ey. Hoi, hoi, hoi. Zwei Tagen kriegst du Wasser. Nein, wir tauschen das nicht. Nein. Mary Jane ist wieder da und sie hat kein Medikit mitgebracht. Aber wir können sie wieder rausschicken gleich. Sie hat Hunger. Das machen wir auch nicht. Mann! Tag 90, Alter. Wir sind bei Tag 90.
Nein, sie kriegt kein Trinken. Wir schicken Mary Jane raus. Wir schicken gleich Mary Jane raus. Am besten mit dem Schloss. Ted muss noch ein bisschen durchhalten, Alter. Mary Jane ist hungrig, ja. Mit dem Schloss. Was stand da eben mit Ted und seiner Krankheit? Hat sich nicht von seiner Krankheit erholt, ja, ich weiß. Ich weiß. Das ist das Problem. Der hat Hunger. Okay, dann kriegst du Essen. Machen wir nicht. Mann. Shit. Ted ist gestorben wahrscheinlich, oder? Hätte aber nicht, hätte aber... Mhm. Ted schwere Verletzungen behandelt werden, hätten behandelt werden müssen, ja. Alter. 95 Tage. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie aufmachen hätten sollen an dem Tag, an dem es geklopft hat. Es war irgendwann Tag 70 irgendwas, ne? Irgendwas mit 70 war das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir da hätten aufmachen sollen. Aber Mann. Schade, ey. Schade. Oh. Unlucky. Einfach unlucky. 95 Tage, noch 15 Tage mehr. Nein, 16. 16 Tage mehr und wir hätten das Achievement Konrad-Style. Oh, Mann. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Oh, Mann. Haut da rein.